Also Leute, das darf nicht wahr sein. Jetzt komme ich hierher, jetzt steht hier so ein komisches Dortmunder Auto mit einem Grill-Junkie-Aufkleber. Also das darf jetzt echt nicht wahr sein. Da kriege ich die Aufgabe, einen Schal mitzubringen von Thomas. Und dann ist der Björn einfach schon hier. Das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit. So, jetzt bin ich da. Also die Feuerplatte läuft schon. Hm, können wir sie doch noch dieses Jahr austesten. Er wieder. Den Schal habe ich ihm gleich ins Gesicht geschmissen, den darf er selber übergeben. Das machen wir jetzt gleich. Ja, gerade auf den Fuß getreten. Ja, und ja, der Thomas wieder. Im Lande. Jo, freut mich wahnsinnig, dass ich vorbeikommen durfte. Ja, freut mich auch, dass das so spontan wieder geklappt hat. Die Feuerplatte sieht noch verdammt neu aus. Ja, jetzt mittlerweile wieder. Ja, schau wir haben mal. Schon geschrubbt. Na, das ist doch ein schönes Teil. Das hat er mir ja beim letzten Besuch schon gesagt, dass er eine am Machen ist. Und das Ding ist groß. Was hat das Durchmesser? Ein Meter hat das. Ein Meter? 8 mm stark. Da kann man was drauf anfangen. Ja. So, der Michi hat durch die Gegend gefahren und jetzt endlich, Dankeschön. Nach 3 Monaten, kommt er jetzt endlich an. Wobei er hat nicht 3 Monate bei Michi im Auto gelegen, das wollen wir ihm festhalten. Ja, von wegen. Dankeschön. Ja, bitteschön. Nach dem Sieg gegen die Bayern. Genau das Richtige. Genau. Genug Fußball. Gut, dass mich Fußball nicht interessiert. Eben, deswegen genug Fußball jetzt. Ich muss euch sagen, so ein Kaffee aus dem Perkulator, das ist einfach was Feines. Fein. So, Freunde. Und der Thomas wird uns jetzt sagen, was hier heute noch Geiles rausgelunzt wird. Wir wollten noch Hamburger machen. Hamburger. Das mit Wagyu Hack. Mal gucken, ob es schmeckt. Ganz fein. Ja, und da ich ja jetzt wieder am Filmen bin, werden wir, Moment, den Björn hier nötigen, dass er die Schnibbelarbeiten erledigt. Was heißt macht nötigen? Ich möchte ja auch was zu essen haben. Macht dir das auch Spaß? Ja, sicher. Vorsicht, die Zwiebel könnten beißen, da könntest du wieder weinen anfangen. Meinst du, weil ich so weit weg von Drogen bin? Ja. Ja, macht nichts. Bacon. Oh, die sehen ja jetzt schon richtig gut aus. Thomas! Ja? Wie kannst du ohne mich die Patties draufhauen? Siehst du doch, klappt gut. Ja, Leute, ich freue mich jetzt richtig schön auf die Burger. Was? So, der Saft läuft. Geil. Muss man nur Angst haben, dass du da rein schwimmst. Und du spielst schon wieder am Handy rum. Ja, sicher. Menno. Was natürlich auf dem Burger auch sehr lecker ist, wenn man die Tomaten auch noch kurz auf die Platte drauf lunzt. Ja, als nächstes, denke ich, sehen wir uns, wenn die Burger zusammengebaut werden. Beschwerst du dich über andere Leute? Was jammerst du da im Hintergrund? Lass mich hier jetzt eine schöne Rundfahrt machen. Auf geht's, der Björn tut noch Salat schnibbeln. Ach, schnibbeln einfach die Blätter. Tun wir so drauf. Und wir bauen jetzt, oder der Thomas baut jetzt zusammen.
Wenn irgendeiner irgendwas nicht mag, muss er Bescheid sagen, ne? Alles nur Luft. Ganz genau. Und noch ein Schuss Dolly-Sauce obendrauf. Jiha. Voila. Boah. Leute, ist das nicht ein Zwischenimbiss? Geil. Mei Leute, ich bin schon wieder am Essen und das Probiererli ganz vergessen, aber ich kann euch jetzt schon sagen, das Ding ist fantastisch. Mmh. Mmh. Wahnsinn. Wow. Mmh. Herrlich. So, meine Lieben, leider ist meine Zeit hier begrenzt. Ich habe noch 5,5 Stunden zum Heimfahren, aber Thomas, vielen Dank, dass ich wieder vorbeikommen durfte. Danke für jederzeit wieder. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also, es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich hier war. Ja, du verfolgst mich ja mittlerweile eh auf Schritt und Tritt. Leute, es ist einfach fantastisch. Man fährt durch halb Deutschland und ja, einfach bloß eine kurze Mail oder so. Wie sieht's aus? Ja klar, komm vorbei. Sowas ist einfach nur geil. In diesem Sinne, wir sehen uns dann noch zum kurzen Endfazit, wenn ich zu Hause bin. Euch zwei, wir sehen uns. Wir sehen uns, ja. Also. Definitiv. Auf jeden Fall. Ach so, ja. Also der Burger, das war fantastisch, das Teil. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Was sagst du dazu? Weil du durftest ja jetzt das erste Mal hier essen. Ja, einfach spitze. Fleisch top. Hat Thomas super gemacht. Einfach top. Ja. Fast sprachlos. Ja. Okay, aber ich muss jetzt los. Also ein was klitzekleines habe ich noch. Also hier wurde jetzt die Idee vom Klaus geklaut sozusagen. Tja, schauen wir mal, wer sich hier beim Thomas noch alles verewigen wird. Tja, Freunde, mittlerweile bin ich wieder zu Hause angekommen. 1566 Kilometer habe ich auf dieser Lunsertour runtergespult. Die Tiefkühlsachen habe ich alle schon verräumt. Da werdet ihr das eine oder andere noch in Videos sehen. Besonders in einem Top-Video. Tja. Fazit zu der gesamten Tour. Geil war's, jederzeit wieder. Beim Björn war's klasse wieder. Dann bei der Lunser-Show sowieso. Oder Lunser-Seminar sowieso. Rita Kruse danach. Genial. Lecker wieder. Und ganz zum Abschluss noch beim Thomas, der Barbecue-Arena. Ein verdammt leckeren Wagyu-Burger. Leute, ich find's einfach nur klasse. Ja, ich denke aber für dieses Jahr war das die letzte größere Tour. Vielleicht hier irgendwas noch im Naherholungsgebiet, hätte ich jetzt was gesagt. Nee, im näheren Bereich. Da kann sein, dass ich nochmal eine Runde drehe oder so. Aber das sehen wir dann. Ja, ich hoffe, euch haben die 4 Videos gefallen. Ja, und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Pass auf, wenn die nicht, dass die runterrollt. Die rollt da nicht, wo soll es denn da kein Geld? Zum Rollen brauchst du kein Geld. Zum Abhauen schon. So. Der Morbid. Ah! Was hab ich gesagt? So geht es. So, Leute. Zwiebeln!